Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Naomi und wir machen heute so richtig random Harry Potter Quizze. Und wir starten mit einem Was würdest du eher oder Was würdest du lieber Quiz oder Klassiker. Es sind überall immer Bilder dabei. Das Ganze ist auf Englisch. Ich übersetze euch aber natürlich alles. Schreibt mir eure Antworten zu diesen Sachen sehr gerne auch in die Kommentare. Das würde mich nämlich mega interessieren. Und wir starten heute mit der Frage, wärst du lieber ein Gryffindor und du hast einen besten Freund in Slytherin oder wärst du lieber ein Slytherin und hättest den besten Freund in Gryffindor? Leute, das sind schon mal am Anfang gleich so Fragen, wo ich mir denke, da kann ich nur das Falsche sagen. Ich bin ja persönlich offensichtlich, man sieht es, ein Hufflepuff. An schlechten Tagen bin ich tatsächlich in Slytherin. Blocke ich einfach völlig ab. Da mache ich zu und da kommt man dann auch so schwer an mich ran. Ich habe den Test schon so oft gemacht und zwischen Slytherin und Hufflepuff ist bei mir eigentlich echt nicht viel Unterschied. Deswegen sage ich immer, ich bin ein Slytherpuff und deswegen muss ich wohl fast Slytherin wählen. Und einen besten Freundin Gryffindor, wobei ich weiß nicht, Gryffindors sind auch immer so laut und ich bin sehr laut. Für die, die mich nicht kennen, ich habe übrigens auch einen Sims-Kanal, den verlinke ich euch sehr gerne. Ich glaube, ich wäre lieber in Slytherin und hätte einen Gryffindor als besten Freund. Das ist das, was die Leute am ehesten gesagt haben. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was eure Meinung ist. Dann haben wir als nächstes, hättest du lieber, dass McGonagall dich nicht mag oder dass der Snape dich nicht mag? Und ich glaube tatsächlich, ich hätte lieber, dass McGonagall mich nicht mag. Das sagen nicht die meisten Leute. Ich bin gerade schockiert. Würdest du lieber zu Dumbledores Armee gehören oder zum Orden des Phönix? Oh mein Gott, Gänsehaut pur. Wir haben ja ein Gänsehautometer in meinen Sims Let's Plays. Gänsehaut. Gänsehaut 8 von 10. Ich bin bei 5 oder 6 von 10. Ich will beides. Da krieg ich sogar Tränen in den Augen. Leute, echt, wenn ihr mich jetzt noch nicht kennt und das wahrscheinlich das erste Video ist, was ihr von mir seht, denkt ihr euch wahrscheinlich auch, was ist das für eine? Sehr sympathisch. Ich glaube eher Dumbledores Armee. Was sagen die Leute? Auch Dumbledores Armee. Schreibt mir da bitte unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Als nächstes haben wir lieber einen... Boah, wie heißt denn das auf Deutsch? Also wenn ihr so einen Brief bekommt, während ihr auf einem Date seid oder ihr übergebt euch und kotzt. Ich habe gerade im Kopf überlegt, was ist ein schöneres Wort für kotzen? Und mir ist gerade nichts eingefallen. Ihr übergebt euch. Schnecken. Also wenn da jemand das hier nimmt. Das verstehe ich nicht. Ich finde übergeben absolut widerlich. Übrigens, random Fact über mich. Ich habe mich in meinem ganzen Leben erst 5-mal übergeben. Deswegen ist das für mich sowieso, kenne ich nicht. Ich kann mich nicht übergeben. Und diese Nacktschnecken. Wer will das? Und wenn sowas auf einem Date passiert, würde ich einen richtig schlechten Witz drüber machen. Es ist die Katze aus dem Sack. Was machen wir denn jetzt? Also wenn irgendjemand lieber das hätte, ja, das habe ich mir gedacht. Also diese 6%, die würde ich gerne kennenlernen. Dann haben wir als nächstes Be a Beater or Be a Seeker. Also Seeker ist auf jeden Fall Sucher und das heißt Schläger. Heißt das so viel wie Verteidiger? Ich wäre auf jeden Fall lieber, boah Leute, ich liebe Sport über alles. Ich liebe jede Sportart, die es so gibt, außer Tennis. Dafür kann ich mich irgendwie nicht so ganz begeistern. Ich glaube, ich wäre lieber Sucher. Das wären sicher die meisten Leute. Ja, das war klar. Nächste Frage. Hättest du lieber die Umbridge als Nachbarin oder die Rita Skeeter? Das müsste die eine Journalistin sein. Und ich glaube, das ist einfach. Stellt euch vor, ihr hättet die Umbridge als Nachbarin. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir, oh Gott. Uff, nee, da bekomme ich schon wieder Hardcore-Gänsehaut. Also, wer lieber die Umbridge hätte, ich weiß nicht. Als nächstes würdet ihr lieber gegen Voldemort oder gegen Dumbledore kämpfen. Also in einem Duell, wo es um Leben und Tod geht. Und ich würde auf jeden Fall lieber gegen Voldemort kämpfen. Hättet ihr lieber, dass Peeves, ich hoffe, man spricht das so aus, oder Moody euch hasst? Peeves kam in den Büchern vor. Leute, ich muss zugeben, ich habe nur die ersten 5 gelesen und den 5. nicht mal ganz fertig. Ich trinke jetzt erstmal ein Glas Sekt auf den Schock. Muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Und Peeves kam in den Filmen überhaupt gar nicht vor, aber das ist so ein Poltergeist, der immer nur Schabernack macht und Chaos stiftet. Und deswegen hätte ich lieber, dass Moody mich hasst, weil ich glaube, es kann ziemlich anstrengend werden, wenn ein Poltergeist dich hasst. Was? Die Leute hätten lieber, dass ein Poltergeist dich hasst? Nee. Also es kann lustig sein, er ist auf jeden Fall ein lustiger Charakter, aber wenn er dich nicht mag und dich die ganze Zeit prankt oder was auch immer, nee. Also das bräuchte ich absolut nicht. Ist ja jedem seins. Ich sag immer Leben und Leben.
leben lassen. Hättest du lieber den Elderstab, den Unsichtbarkeitsumhang oder den Stein der Auferstehung? Das ist ja der Stein aus diesem einem Märchen, was erzählt wird. Boah, Leute, ich glaube tatsächlich, in der modernen Zeit heute würde mir das am meisten bringen. Ich weiß nicht. Ich mag da jetzt gerade nicht so viel drüber nachdenken. Falls ihr da irgendeine Meinung dazu habt, schreibt mir das sehr gerne. Würde mich jetzt mega interessieren. Aber ich würde den Unsichtbarkeitsumhang nehmen, so wie fast alle anderen auch. Würdet ihr lieber einen Monat im verbotenen Wald sein oder einen Monat in Azkaban? Ich glaube, ich wäre lieber einen Monat in Azkaban. Ich weiß nicht, was einen dort alles so erwartet, aber ich bin mir sicher, dass es im verbotenen Wald viel, viel, viel schlimmer zugeht. Da gibt es gefährliche Tiere. Die sind gefährlich. Absolut keine Frage. Ich will nach Azkaban. Dort treffe ich offensichtlich nicht viele Leute, die das Quiz gemacht haben. Aber Leute, was tue ich im verbotenen Wald? Brennholz machen. Oh mein Gott, die letzte Frage und eindeutig die heftigste. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Locker 10 von 10, Tränen in den Augen. Wen würdest du retten, wenn es möglich wäre? Die alle sind ja gestorben und wir dürfen jetzt entscheiden, wen man retten würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da auch viel, nicht nur nach Sympathie, natürlich auch, aber auch nach Alter, muss ich sagen. Also Dumbledore ist halt einfach schon mega alt. Es tut mir leid, aber der hat so viel schon erlebt, im Gegensatz zu einem Fred. Der ist als Teenager gestorben und das tut mir so im Herzen weh. Die beiden haben wenigstens schon mal doppelt so lang gelebt wie er. Wie alt ist eigentlich Dobby? Ich weiß es nicht. Und Dobby hatte halt nie so ein richtig schönes Leben und dann war er endlich frei und dann ist er gestorben. Also meine Wahl ist auf jeden Fall zwischen Dobby und Fred. Fred vor allem. Fred. Ich glaube, ich würde Fred retten. Die meisten Leute hätten ihn gerettet. Mein Gott, mein Herz. Ich habe so Gänsehaut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das nächste random Quiz, Leute. Ich kann schon nicht mehr reden. Wir machen uns jetzt einen Kaffee und die sagen uns dann, welcher Harry Potter Charakter ich bin. Ich stelle mir hier jetzt einen Kaffee zusammen und dann kommt raus, welcher Harry Potter Charakter ich bin. Das Spannende an dem Quiz finde ich ja, ich hasse Kaffee. Ich mag weder den Geschmack noch den Geruch. Alles an Kaffee finde ich einfach nur ekelhaft. Wir dürfen uns als erstes eine Tasse auswählen. Die finde ich gar nicht gut. Das ist so eine Slytherin-Tasse. Die finde ich ganz cool. Aber mir ist tatsächlich die als erstes ins Auge gesprungen, weil da kann man, während man trinkt oder während ich eben keinen Kaffee trinke, habe ich wenigstens Spaß mit meinem Kaffeebecher, weil da kann ich ein bisschen Lego spielen. Da würde sich jeder rumreißen. Das sind die anderen. Ich will die haben. Und ich kenne mich absolut nicht aus mit Kaffee, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich davon nehmen würde. So ein Eiskaffee wäre, glaube ich, das, was ich am ehesten runterbringe. Ich glaube, wenn ich mal Kaffee trinken würde, wäre ich einfach 5 Tage am Stück wach. Ja! Es wäre mal spannend zum Ausprobieren. Ich glaube, hier ist Alkohol drin. Kann das sein? Ich wohne in Wien, die absolute Kaffeekultur hier und ich kenne mich absolut nicht aus. Ich würde jetzt mal das nehmen, denke ich zumindest. Und würde ich Milch reingeben? Wahrscheinlich verdammt viel sogar. Gönn dir. Ich würde wahrscheinlich eine laktosefreie Milch nehmen, aber ich weiß nicht so genau. Ich trinke nie Milch, weil mir wird schlecht von Milch. Dann mit Sugar oder ohne? Bitte was? Keine Ahnung, was das für Zuckersorten sind. Ich würde wahrscheinlich beim ganz regulären Zucker bleiben. Und noch was dazu. Ah, Vanille. Oder... Was ist denn jetzt los? Jeder, der mich kennt, Schokolade. Immer, immer und immer nur Schokolade. Und dann dürfen wir auch noch einen Nachtisch aussuchen. Haben wir hier irgendwo Schokolade? Ich glaube, das ist schon ein Schoki-Croissant. Deswegen würde ich wahrscheinlich das hier nehmen. Und ich bin Harry Potter. Echt? Ob du es magst oder nicht. Wer hat was gegen Harry Potter? Ich persönlich jetzt nicht, aber offensichtlich bin ich Harry Potter. Ich verlinke euch die Quizze übrigens in der Infobox und mich würde es wahnsinnig interessieren, was bei euch da rauskommt. Und dann sind wir beim allerletzten Quiz und zwar müssen wir hier Fragen beantworten und dann erzählt man uns, was für ein Sternzeichen wir wahrscheinlich sind. Nochmal so ein Fakt über mich. Ich glaube absolut zu 100 Millionen % nicht an Sternzeichen. Jetzt habe ich's. Mir ist das so egal, was jemand als Sternzeichen ist. Und ich mag das auch nicht, wenn sich Leute darüber so definieren oder so sind, was bist du für ein Sternzeichen? Und ich sage, keine Ahnung, Widder. Und die Leute sind dann gleich so, okay. Als ob ich irgendwas dafür könnte, wenn ich geboren bin. Ich bin übrigens Wassermann, nicht Widder. Okay. Aber ich bin gespannt, ob da jetzt das Richtige rauskommt. Und wir müssen uns jetzt als erstes ein Date aussuchen. Und ich hätte auf jeden Fall gerne jemanden auf einem Date, mit dem ich Spaß haben kann. Mit der Hermine hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Spaß, weil die so ein Klugscheißer ist.
ist Liebe für die Hermine. Ich liebe sie natürlich sehr, aber ich hätte sie nicht gerne als Partnerin. Ich glaube, mit dem Cedric kann man sehr viel Spaß haben. Also ich glaube, das ist ein sehr lustiger Charakter. Sie ist mir auch ein bisschen zu schüchtern, da würde wahrscheinlich nur ich reden. Harry Potter? Ich meine, wenn er verknallt ist oder so, dann ist er auch immer sehr zurückhaltend. Über die Padma weiß ich leider nicht so viel. Die finde ich aber cool, die ist tough. Draco auf gar keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall. Die Luna finde ich auch noch ganz cool. Sie ist halt ein richtig besonderer Charakter und das mag ich. Die hat so ihre eigene Welt, die kann mir sicher sehr viel erzählen. Dann haben wir den Neville. Wow, okay, mit dem Neville würde ich mich wahrscheinlich richtig gut verstehen. Sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, der Neville und ich werden richtig gute Freunde. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein gutes Pärchen mit ihm wäre und mit der Angelina. Da weiß ich leider gar nichts. Also ich würde den Cedric nehmen. Und ihm dann auch gleich mal sagen, dass es nicht lustig ist, andere Leute zu mobben. Ich war zusätzlich schockiert, dass ein Hufflepuff jemanden gemobbt hat. Also damals im vierten Teil, wie er Harry so krass gemobbt hat. Aber ich wähle ihn jetzt trotzdem als mein Date. Dann suchen wir uns ein Haus aus und ohne Frage, Leute, Hufflepuff von mir easy. Dann müssen wir uns einen Professor aussuchen. Ich glaube, ich würde ganz klassisch einfach den Hagrid nehmen, weil ich mich da richtig wohlfühlen würde. Wie da hinten im Hintergrund steht, ist es leider abgeschnitten. Da steht, fühl die wieder horm. Und das ist mir das Wichtigste, dass ihr euch hier wohlfühlt, dass es so ein Safe Space ist. Ich hätte auch gerne so eine kleine Hütte, wo einfach die Schüler zu mir kommen, wir zusammen Kakao trinken und einfach die Zeit genießen. Dann auch das Ganze mit seinen Tieren und alles. Ich bin auf jeden Fall für den Hagrid. Dann apropos Tiere, welches Tier hätte ich gern? Da muss ich nicht lange überlegen. Ich würde einfach eine Katze mitnehmen. Ich würde den Olaf mitnehmen. Der Olaf ist mein Ein und alles, Leute. Es wäre auf jeden Fall der Olaf. Und dann müssen wir uns eine Süßigkeit aussuchen. Da kenne ich mich jetzt aber leider zu wenig aus. Aber wie ich vorher gesagt habe, alles mit Schokolade ist bei mir immer einfach top. Dann suchen wir uns ein Buch aus. Ich habe nur die ersten vier ganz gelesen und den fünften zur Hälfte. Das ist ja eine Straftat. Ich muss sagen, bei den Filmen sind meine Top-Filme. Ich liebe den vierten und den fünften Teil. Ich liebe die beiden Teile so sehr. Die ersten zwei finde ich auch noch toll. Und jetzt kommt eine Meinung, die versteht wahrscheinlich gar niemand, aber ich mag den dritten Teil nicht. Ich habe jeden einzelnen Film sicher schon 20 Mal gesehen, nur den dritten vielleicht 3-4 Mal und ich mag ihn auch einfach nicht. Aber ich würde mich jetzt mal für den vierten entscheiden. Und dann kommt Libra raus, was im Deutschen Waage ist. Wie gesagt, ich bin Wassermann. Der Text dazu passt sehr gut zu mir, aber die Waage passt einfach gar nicht. Ich bin halt Wassermann. Das waren heute die Quizze. Schreibt mir sehr gerne eure Meinungen und eure Testergebnisse in die Kommentare. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei wart. Auf dem Kanal folgen jetzt immer mehr Videos, so 2 bis 3 die Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und bis bald. Hast du noch was zu sagen?